Boom! Schnellstes Laden ever. So, ich habe wieder Lust aufzunehmen, also habe ich eine gute Idee. Und schon mache ich das einfach mal. Super Idee. So, die Stoppuhr, ja, das weiß ich. So, jetzt nur offen. Ja, mein Auto scheint noch da zu sein. Ja, das ist noch mein Auto. So, jetzt wollte ich gerade T zum Einsteigen machen, aber es ist ja F. Verdammt. So, das ist, würde ich mal sagen, die erste Tankstelle, die wir anfahren werden. Yay! Drifting ist geil! Ich versuche mal jetzt keinen zu anzurammen, weil ich habe keinen Bock, dass ich wieder von der Polizei einfach mal so abgeknallt werde. Warum auch immer. Die spinnen doch in diesem Land. Was sind das denn für Bekloppte? Ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Na klar. So, wo war ich? Ja, ich finde es ziemlich seltsam, dass die einen hier einfach mal so abknallen, wenn ich jemanden ramme. Kann sein, dass ich auch nebenbei einen Fußgänger überfahren habe, aber sonst ist doch kein Grund, mich abzuknallen, also wirklich. Wie ich mich an das Handling erst noch gewöhnen muss, ist unglaublich. Bist du schwachsinnig oder was? Nur ein bisschen. Oder fährt sie? Ja, und interessiert die gar nicht, dass ich gerade jemanden gerammt habe und so. Blub, blub, blub. Yay, nein. Oh, man kann da drin fahren. Interessant. Leute, schreibt mir in den Kommentaren, ob das ganze Spiel lang Winter ist, weil das wäre echt scheiße. Aber ich glaube nicht. Ich meine, ich habe auch Screenshots und sowas anderes gesehen. Deswegen hege ich einfach mal Hoffnungen. Aber Trailer und so waren auch eigentlich hauptsächlich im Winter. Aber gut, wenn ein Großteil des Spiels im Winter ist, dann ist auch klar. Aber nein. Wie auch immer. Wir fahren zur nächsten Tankstelle. Hallo. Das ist falsch. Wo ist sie? Oh, pff, voll dran vorbei. No, sehr. So, hallo. Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem. Verstanden? Versteht. Ah, jetzt habe ich ihn unterbrochen. Oh, ich bin ein böser Mensch. Sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Hey. Ich weiß gar nicht, was so schlimm ist, ein paar Benzinmarken zu verkaufen. Hm? Ja, ist doch ganz normal. Weiß doch niemand, dass die geklaut sind, ne? Na, wenn man sie untersuchen würde, wahrscheinlich schon. Egal. So. Oh, nein, 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 nein. Vielleicht sollte ich öfters die Handbremse benutzen. Oh, er qualmt schon. Qualmt schon? Er qualmt schon. Nicht gut. Na, die Polizei hält uns deswegen nicht an. TÜV und so, gibt's wohl hier nicht. Das denn ja. Geht doch nicht. In Deutschland kommst du dafür in Gefängnis. Okay, vielleicht nicht, aber. Na, auf jeden Fall ist man dann wohl den Führerschein los. In Amerika? Nö, nö, nö. Euer ist ein Autoschrott, ist egal. Gefährdet überhaupt keinen, nö. Wenn du doch jemanden gefährdest, knallen wir dich ab. Das ist so. So. Das finde ich besser. Ja. Offensichtlich. So. Na, zur nächsten Tankstelle. Eigentlich müssten wir genug Zeit haben. Ich bin jetzt gleich schon bei der Hälfte durch und hab noch über die Hälfte Zeit. Müsste also klappen. Ah, die Tankstelle. Das ist die Tankstelle, bei der wir abgeknallt wurden. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung. Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Na, irgendwie kenne ich die Stimme. Verkauf die Mitternacht. Ich ja. Geht klar, Mann. Die Marken vor Mitternacht. So. Ja, genau. Lauf in mich rein. Warum nicht? Ich meine, das ist sehr klug. Oder hinten fährt ein Schlitten, also kein Schlitten, sondern so ein Schneeweg-Macht-Ding. Wie heißt das nochmal? Hat das überhaupt einen Namen, das Fahrzeug? Naja, egal. Wow. Na, so. Och, nö. Verfolgung aufgenommen. Och, nö. Verstand. Es geht doch nicht. Die Polizei will mir also ein Bußgeld verpassen. Na, mal sehen, für wie lange noch. Muah. Gleich bin ich nämlich nicht mehr zu sehen.
Ja, parke ich hier, klar. Tschö. Sehen wir, die halten da an? Okay, halten einfach an und jetzt kehren sie um. Was? Was? Wer sieht mich? Was soll das denn? Jemand hat mich gesehen. Na, egal. So, jetzt habe ich kein Bußgeld mehr und von meinem Kennzeichen haben da wohl auch keine Ahnung. Die Hälfte der Zeit ist um. Oh mein fucking Gott! Hey, willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber Emma, wo hast denn du die her? Ach, vergiss es. Will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Schon mal die nächste markieren. Oh, das wird lang. Ja, aber das ist der kürzeste jetzt. Ja, danach müsste ich noch drei. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar. Ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Keine Angst. Halt einfach den Mund. Oh, wie nett. So. Als nächstes zur nächsten Tankstelle. Wer hätte das gedacht? Das ist eine unglaubliche Logik. Also wirklich. Das ist mein Tag. Ich wusste es. Das Handling in diesem Spiel, ne? Ja gut, das liegt wohl nicht am Spiel, sondern wegen dem verfickten Schnee. Schnee ist blöd. Finde ich nicht gut. So, wir sind wieder weg. Wie einfach nur entkommen. Das ist unglaublich. Wird wohl noch schwerer. Yay. Ich mache rasante Aktionen, fahre rote Ampeln und die interessiert's nicht. Naja, soll mich nicht stören. Im Gegenteil, es freut mich. Na. Ah, danach müssen wir noch über eine Brücke. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ob die Zeit dafür noch reicht. Obwohl, Brücke bedeutet meistens Highway. Und Highway bedeutet meistens schnell fahren. Meistens immer. Und schnell fahren bedeutet schneller sein. Wow, das war knapp. Und schneller sein bedeutet mehr Zeit haben am Ende. Mehr Zeit haben am Ende bedeutet mehr Tankstellen. Mehr Tankstellen bedeutet mehr Geld. Mehr Geld bedeutet mehr Dinge, die man sich kaufen kann. Mehr Dinge, die man sich kaufen kann, bedeutet Freude. Mehr Freude bedeutet mehr Videos. Mehr Videos bedeutet mehr eure Freude. Mehr eure Freude bedeutet mehr meine Freude. Ich sollte aufhören. So, fahren wir jetzt mal von der anderen Seite ran. Hey, ich habe ein paar... Na, die Dialoge sind jetzt irgendwie auch alle dieselben jetzt, seltsamerweise. Egal, also. Ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier mit der Kohle. Ah, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? So, eine muss ich noch abklappern. Ich denke, das ist extra so gemacht, weil mehr schafft man auch auf keinen Fall. Ja, man hat hier den übelsten Sportwagen, den besten Wagen des Spiels. Keine Ahnung, dann könnte man das sicher schaffen, aber... Ne. Vor allem nicht mit meinen tollen Fahrskills. Das muss nach links sein. Warum muss das links rein? Der Punkt ist genau hinter mir. Oh, deswegen. Ach ja, fahren wir einen Umweg. Warum auch nicht. Ja, so viel Zeit bleibt mir jetzt aber nicht. Ja, ich habe noch über ein Viertel, also. Also wirklich. Tja, also wirklich. Ich muss noch einen Brief machen. Also wirklich. Das werde ich wohl schaffen können. So, da jetzt rechts. Oh, die Ampel ist rot. Rot. Die Ampel ist rot. Das ist eine Mischung zwischen grün und rot. Rot. Sie ist groß. Nicht rot, groß. Hab mich verschrieben. Ja, klar. Ah, okay. So, da geht's nach St. Island. Ich seid doch alle verrückt. Ich sollte mal auf meinen Wagen aufpassen. So lange hält der auch nicht mehr durch. Na, ja, tut mir leid. So. In GTA 4 konnte man hier an der Wand fahren. Ich nehme mal an, dass das in Mafia 2 nicht möglich ist. Denn Mafia 2 ist einfach um Längen realistischer. Hallo, es gibt Tankstellen, es gibt... die Polizei verfolgt einen, wenn man zu schnell fährt. Man kann unter dem Geschwindigkeitslimit fahren mit einem Knopfdruck. Also das ist wirklich nice. Ups, jetzt bleibt mir nur noch ein Achtel der Zeit. Ich sollte mich beeilen. Ah, da ist es schon. Okay. Das ist gut. Na, schätze mal, eine könnte man sicher noch schaffen. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. So, okay, ah. Der Letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was verdient.
Mehr kann man gar nicht machen, weil die jetzt nicht mehr angezeigt werden. Aber auf der Karte können wir wahrscheinlich immer noch hin, aber... Nee. Ach, die werden wahrscheinlich nur angezeigt, wenn man das schon entdeckt hat. Ja gut, dann... Das ist theoretisch möglich, wenn man die vorher entdeckt. Aber ich denke mal, die würden dann auch keine Briefkarten mehr verlangen, weil das ist ja Quest gesteuert. Und wenn man die Quest nicht mehr hat, dann müsste man logischerweise auch nichts mehr mit der Quest machen können. Das ist Empire State Building. Ich dachte, wir sind in... wie hat er die Stadt genannt? Ich hab's verdammt nochmal vergessen. Egal. So. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Ich glaube nicht. Na egal. Können wir mal zum Empire State Building. Irgendwann mal. Sometime we will get to the Empire State Building. Mich wird das Gefühl nicht los, dass ich da auch eine Quest machen muss. Beim Empire oder vielleicht sogar im Empire State Building. Ich meine, wenn die das Gebäude schon einbauen, dann sollte man da wenigstens auch was machen können. Ich meine, eigentlich ist die Stadt ja hier ausgedacht, ne? Die heißt nicht New York, die heißt irgendwie... Keine Ahnung, wie die hieß. Hippie City, nein. Ich hab's vergessen, sorry, aber... die hieß auf jeden Fall nicht New York. Deswegen hätte man auch einfach das Empire State Building rauslassen können und es hätte niemanden gestört. Naja, egal. So, ich fahre auf der falschen Seite der Autobahn. Das ist doch eine brillante Idee. Mal sehen, ob das genauso viel Spaß macht wie in GTA 4. Ja, macht es. Gut. Hier ist sogar mehr Freiraum in der Mitte. Das ist toll. Und man kann von weitem die Scheinwerfer sehen. Sehr schöne Grafikeffekte. Meilen besser als GTA 4. Allgemein gefällt mir das Spiel. Meilen besser als GTA 4. Wenn es nur einen Multiplayer-Modus gäbe. Na, ich denke, irgendein Crazy Head würde ich da ransetzen und einen Multiplayer-Modus machen, aber... Wenn es möglich ist. Na, ich denke mal... Oh. Gut, der Motor ist Schrott. Anhalten kann man aber noch, okay. Ja, klar, Bremse ist auch kein Motor, ich denke. Gut, wo war ich jetzt? Ja, bei Oblivion ging das auch und so. Und jetzt? Ah, Motor reparieren. Er wollte die Motor aber erst hier schließen. Das ergibt Sinn. Einfach mal mitten auf der Straße Motor reparieren? Klar, warum nicht? So, jetzt qualmt da wieder nur noch. Also das heißt, Fahrzeuge können praktisch unzerstörbar sein, wenn man sie immer wieder repariert. Wenn man natürlich die ganze Zeit beschossen wird, dann kann man nicht mal eben aussteigen und den Motor reparieren. Aber sonst sind die Fahrzeuge eigentlich unzerstörbar. Was hängt denn davon am Auto? Fahre ich jetzt mit der Laterne rum? Ja, jetzt hat sich eh mithilfe von Nanobots in Luft ausgelöst. Oh. Fail? Sollten die mich jetzt nicht jagen? Hallo, das sind Army-Laster. Fail. Also gibt keinen Sinn. Egal. Hotel. Yay, wir haben aber schon Platz in einem Hotel, mehr oder weniger. Ach, und wir sind fast da. Wow. Nicht schon wieder. Der Motor schon fast wieder Schrott. Es qualmt schon wieder schwarz. Ah, ich sollte hier aussteigen. Ich brauche einen neuen Wagen. Ich klau mir gleich einen neuen Wagen. So. Ganz einfach. Die Shaky Cam, wenn man rennt, finde ich sehr nice. In Kane und Lynch 2 wurde das nicht so toll gelöst. Finde ich jedenfalls. Da war viel zu shaky. Also das ging überhaupt nicht. Das war nicht erträglich. Wo geht's denn jetzt rein? Ja, wahrscheinlich hinten. Ach. Ja, warum sollte man auch zur Garage zurückgehen? Klar. Klar, gehen wir einfach hier lang. Klar, warum nicht, ne? Ob die Polizei gerade mein Auto untersucht? Ich hab's da ja einfach so gelassen und ist kaputt. Bewegt die sich? Müssen wir mal auf die Minikarte achten. Ha, der bewegt sich nicht. Ich glaube, der untersucht tatsächlich das Auto. Na, ich weiß nicht, ob NPCs das können. Ah, falsch Stockwerk. Aber wenn, dann wäre es durchaus möglich. Sei denn, ich glaube, jetzt geht er weiter. Nee. Du könntest dich auch ein Picknick genieren. Dingens. Keine Ahnung. So,